So, während wir uns das jetzt angucken, habe ich hier vorhin noch bei der Apotheke so ein Tee geholt, ne? So ein Schlaf- und Entspannungstee. Weil meine Freundin und ich haben heute Nacht so richtig scheiße geschlafen und der soll wohl helfen. Der riecht allerdings, als hätte mir jemand in kochendes Wasser geschissen. Faule, dreiste Kopie eines Klassikers. Jurassic World. Jurassic Park Rewatch. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Okay, auf geht's. Es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Jurassic Rewatch Marathon geht weiter und heute sprechen wir über Jurassic World. Ich weiß, ich habe diesem Film schon mal ein Video gewidmet, aber es war gar nicht so detailliert. Ich muss echt gucken, wie ich dieses Mal über Jurassic World spreche, ohne mich zu sehr zu wiederholen, aber ich glaube, es gibt ein, zwei neue Aspekte, die ich hier wirklich mit reinbringen kann. Ich wollte diese Reihe wirklich komplett machen und deswegen hau ich gleich die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier würdest du spoilern kommen, was. Aber das klappt ja schon nicht. Eve hat nämlich die ganzen Videos hochgeladen, bevor Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist. Aber trotz allem, ich weiß nicht mehr genau, was er zu Jurassic World zu sagen hat. Es war nicht allzu viel Positives, meine ich. Gesamte Jurassic-Reihe angeht, bitte seid euch dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. So, alle Disclaimer wurden disclaimed. Bevor wir erneut über Dinos aus der Jurassic-Welt sprechen, geht noch ein dickes Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus, Clark. Denn Clark hätte John Hammond auch nutzen müssen, bevor er seinen Jurassic Park startete. Clark ist eine Versicherungs-App und ohne Spaß. CGI-Gemeckere, ich glaube schon, ja. Und da bin ich auf jeden Fall nicht Eves Meinung. Eves ist sehr oft gegen CGI. Man redet auch gerne von schlechtem CGI und ich finde, das CGI ist nicht schlecht, das ist nur zu viel. Ich glaube, die Diskussion machen wir hier auch wieder auf. Wir gucken mal. Werbung lassen wir auf jeden Fall durchlaufen, einfach weil, ne? Ist mehr als hilfreich. Habt ihr noch eine Übersicht von all euren Versicherungen? Wisst Nein. ihr, welche Versicherung ihr eventuell noch benötigt und von Nein. welcher ihr euch endlich verabschieden könnt? Und Nein. seid ihr euch sicher, dass ihr nicht eventuell zu viel für bereits bestehende Versicherungen zahlt? Für all Nein. diese Fragen gibt es Clark, denn diese App überprüft und übernimmt eure bereits existierenden Versicherungen. Und das ganz ohne Papierchaos, wie zum Beispiel bei mir zu Hause. Ihr zahlt zu viel? Clark vergleicht eure Versicherung mit Angeboten von über 180 Anbietern, um euch so viel Kosten wie möglich zu ersparen. Einmal heruntergeladen, bleibt die App kostenlos und bietet einen Service, der euch stets per Mail, Telefon oder Chat zur Verfügung steht, um euch individuell zu Der beraten. Vogel am Dafür Anfang, müsst ja, ihr richtig. lediglich eine Mandatsübergabe durchführen und Clark zu eurem Versicherungsmakler machen. Ich Wenn das glaube, nicht verlockend dass der genug ist, Vogel am wählt doch Anfang, einen der wird hier gar Testvertrag nicht thematisiert, und glaube benutzt ich. den Code Moviepilot. Dadurch habt ihr als Neukunden eine Chance auf einen Amazon-Gutschein im Wert von 45 Euro, sobald ihr drei bereits bestehende Versicherungen hochladet. So viel zum Sponsor des Videos. Nun widmen wir uns wieder den Dinos. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Jurassic World. Jurassic World kam, wenn ich mich nicht irre, 2015 in die Kinos. Und 2015. Stimmt, warum denke ich immer 2014? Stimmt ja gar nicht. 2014 kam Godzilla im Kino. Jurassic World kam ein Jahr später, stimmt. Guten Abend an alle, guten Abend auch an dich. War ein sehr spannendes Jahr fürs Blockbuster-Kino. Unter anderem ein kreativ bankrottes Jahr für Hollywood, weil sehr viele alte Franchises nochmal ausgegraben wurden und man gesagt hat, wir geben jetzt diese Requels. Das bedeutet Sequels, die aber irgendwie. Kam Star Wars auch 2015 raus, der siebte Teil? Ich weiß es gar nicht mehr. Soft Reboots sind. Zum Beispiel Creed kam raus. Das Rocky-Sequel/. Ja, aber Creed kannst du auch alleine stehen lassen, finde ich. Oder Creed funktioniert, glaube ich, auch so ganz gut. Das sind auch gute Filme. Wir hatten Terminator Genesis, einen Film, der. Boah, Terminator haben sie ja auch hart gegen die Wand geschissen. Ui.
Und ich weiß noch, wie damals alle rumgeheult haben bei Terminator 4, da ist ja dann kein Arnold Schwarzenegger mit dabei. Und deswegen haben sie dann die geplante Trilogie mit Christian Bale abgesagt. Und dann haben wir jetzt das hier bekommen. Super. Manchmal muss man auch einfach mal die Klappe halten. Da kann man auf jeden Fall sagen, da sind die Fans dran schuld, weil da war das Gejammer ja riesengroß gewesen. Oh Gott, war das Gejammer damals riesig. Terminator 4, kann man ja nicht machen, das sieht aber nicht so aus wie die Zukunft in den ersten beiden Filmen. Ja, spitze. Haben wir das hier bekommen, geil. Wörtlich zurück in die Zeit gereist ist, um auf Terminator 1 und Terminator 2 zu kacken. Wow, diesem Film muss ich auch irgendwann mal ein Video widmen. Dann hatten wir The Force Awakens und das war so der Film, auf den ich mich damals... Bitte macht er das mal. Lieber Eve, ey, Terminator Rewatch, hast du das nicht schon mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Terminator 5 ist ein Kinderfilm und Terminator 6 hat die Reihe im Intro getötet. Stimmt, der Film fängt doch damit an, Achtung Spoiler, weil es aber auch scheißegal ist eigentlich, dass John Connor abgeknallt wird, ne? Also alles, was davor passiert ist, ist komplett für den Arsch, weil es einfach jetzt wieder zurückgezogen wird. Ja. Und Teil 6 ist auch eigentlich Teil 3 und blendet aber alle anderen ab Teil 3, glaube ich, aus dann im Endeffekt, ne? So war das irgendwie. Und Teil 3 war kein schlechter Terminator-Film. Ganz im Gegenteil, der war eigentlich voll gut und war eigentlich dasselbe wie Teil 2. Nur nicht ganz so genial, aber Teil 3 war noch in Ordnung gewesen. Der hat halt einen Aufbau zu was hingeleitet. Na, wir kommen vom Thema ab. Okay. Am meisten gefreut hatte in 2015 und Jurassic World kam in die Kinos. Und ich weiß noch ganz genau, als ich die Trailer-Kampagne gesehen habe. Damals hat mich das alles abgeholt. Lieblingsraptor aus den Jurassic World-Filmen? Meinst du Velociraptor oder meinst du generell Raptor? Aus Jurassic World an sich finde ich die Atrociraptor am interessantesten. Auch wenn deren Szene auf Malta echt für die Katz ist. Aber die Atrociraptoren finde ich am interessantesten. Aber ich bin auch kein Fan von Blue und so. Hey Tobi, ich habe damals das Sammelalbum der Karten gewonnen. Du hast es komplett voll, oder was? Krass. Von Jurassic World, meinst du? Geil. Charlie, Delta, Echo und Blue. Ja, ey, dieses Squad, es kann ganz cool sein, aber ich finde, die haben daraus auch gar nichts gemacht, oder? So, das Blue ist eigentlich auch nur noch in Teil 2 relativ wichtig und in Teil 3 ja schon gar nicht mehr mit dabei. Das 13th Anniversary Album. Ja, okay, finde ich geil. Ich habe gar nicht mehr weitergesammelt. Ich habe die Karten, die ich im Stream geöffnet habe, ins Album rein und das war's. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht voll. Wenn du ein paar Karten doppelt hast, können wir ja hier mal live Karten tauschen. Das wäre doch mal was Feines. Weil ich bin etwas älter, ich habe einiges gesehen in den letzten Jahren und ich merke ganz genau, was damals für mich gezogen hat und ganz genau, warum es heute nicht mehr für mich zieht. Denn der Trailer hat sowas von auf Nostalgie gesetzt. Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie. Oh, es gibt wieder einen Themenpark mit Dinos. Oh, wir haben die bekannte Das stimmt aber eigentlich auch. Die ganzen Filme von heute, die gehen ja nur noch auf Nostalgie. Egal, was du dir anguckst. Und Jurassic World hätte sowas krass Eigenes sein können, weil wir ja wirklich in Richtung Monster-Movie gehen. Wir haben jetzt ja hier Hybriden, das sind ja wirklich eigentlich Monster, das wird ja auch im Film öfter so betitelt. Warum geht man dann wieder diesen Jurassic Park-Weg? Klar, Nostalgie, ich hab's schon verstanden, aber du hättest daraus sowas Eigenes kreieren können. Der Trailer war so gut, ich hab den geliebt und Gänsehaut gehabt beim Star Wars 7 Trailer, meinst du ja. Ja, den fand ich auch gut. Ich fand Episode 7 aber damals im Kino auch schon so ein bisschen, naja, weil ich halt nicht wusste, wo wollen sie jetzt damit hin. Nachdem du ja wirklich von Episode 1 bis Episode 6 alle zwei Serien gab's noch dazwischen, glaube ich, mit Clone Wars und Rebels. Du hast so eine richtig lange Geschichte gehabt, die auch schön zu Ende erzählt ist. Und dann gab's einfach so einen Cut. Und dann, ja, Jahre später gibt's jetzt ein neues Imperium und die heißen jetzt aber halt anders. Und die haben einen neuen Todesstern, der heißt jetzt aber nur anders und der kann von der Sonne aufgeladen werden und schießt einen Laser, der sich in 5 andere aufteilen kann. Und ich dachte mir schon so, was ist denn das? Das ist einfach ganz seltsam. So, dir fehlt irgendwie so die Brücke dann dahin, dass das dich irgendwie interessieren könnte, fand ich zumindest.
Musik aus Jurassic Park und Easter Eggs und damals war das der Shit. Damals war das auch ein bisschen die Strategie von Hollywood, hatte ich das Gefühl. Wenn man sich ist heute immer noch die Strategie von Hollywood. Genesis anschaut, was sieht man? Man sieht wirklich Szenen aus Terminator 1 und aus Terminator 2 so ein bisschen neu erfunden. Aber die waren auch geil im Film, die Terminator 1 Szene. Aber wenn wir uns einfach mal Matrix anschauen, Matrix ist ja auch also Matrix 4 ist ja auch einfach nur eine Wiederholung vom ersten Film. Im Endeffekt. Bist du stinkig auf mich? Was habe ich denn gemacht? Nein, bin ich nicht, Anliba. Hast du mich irgendwas gefragt? Nee. Nee, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, keine Ahnung. Mandalorian war geil. Habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich finde, du nimmst einfach so Filmen die Besonderheit, wenn die halt permanent neuen Content bekommen. Ist natürlich auch wieder Ansichtssache, aber ich finde zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Avatar 2 im Kino kam, habe ich mich darauf viel mehr gefreut und war darauf viel gespannter, ohne ein Avatar-Fan zu sein, weil da eben nicht alle zwei Wochen was Neues von rauskommt. Ich finde das sehr viel interessanter als auch bei Marvel. Das ist mir zu viel und das ist immer, weiß ich halt nicht. Ein bisschen mit einem kleinen Edge, aber im Grunde genommen hat man die Karte gezogen, hat gesagt, nein, wir sind wirklich... Jetzt sieht die mal, als würde er kotzen. Ich habe es eben gerade noch gesehen, aber ich habe mir gedacht, komm, sagst du nichts dazu. Das ist wirklich das echte Terminator. Aber ich habe das auch, das ist so krass, wenn du einfach meine Videos guckst. Manchmal will ich ja mein Gesicht für Thumbnails irgendwie ausschneiden und dann will ich halt Screenshots von meinem Gesicht machen. Und egal, wann du auf Pause drückst, du hast immer so Gesichter, immer entweder so... Also ganz komisch. Kannst nichts davon benutzen. Ich fühle das auch. Was, ja. Du hast mich nur gekonnt überlesen. Und da habe ich mich gefragt. Na, alles gut. Das war keine Absicht. Ich schaue nur nebenbei auch das Video. Lieber an, lieber. Ja, Tobi ist einfach immer hübsch. Bei Creed hat das auch gezogen und ich muss sagen, von all diesen Filmen, die dieses Jahr rauskamen, also 2015, Creed ist der einzige, der bei mir positiv in Erinnerung geblieben Creed ist. Creed war echt geil gewesen. Der wirklich ein starker Rocky-Film ist, der aber auch in erster Linie einen neuen Charakter einführt, der sehr gut funktioniert und gleichzeitig alles ehrt, was vorher kam. Rocky hat. Aber erstmal erste Frage, passt das auch mit der Lautstärke von mir und vom Video so, ob das alles so passt? Und was Creed halt besser macht als Jurassic World, Creed erzählt eine Geschichte wirklich weiter und wiederholt ja nicht nochmal dasselbe Rocky-Szenario. Während Jurassic World in allererster Linie nochmal Jurassic Park memt und das als Fanservice irgendwie Video ein bisschen lauter, also so ein Fanservice-Ding da einfach nur draus macht. Das ist halt der Unterschied nochmal. Und das merkst du dann doch sehr. Okay, Video ist lauter gemacht. Adonis Creed hat einen eigenen Arc, aber... Ist das so? Besser? Nicht um Creed. Wir sprechen über Jurassic World. Ich habe den Film damals im IMAX gesehen, weil wenn man sich einen Film mit Dinos und so weiter anguckt, dann sollte man das schon auf einer gigantischen Leinwand tun. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, das war nichts. Ich fand den Film jetzt nicht miserabel, aber ich fand ihn definitiv nicht gut. Und das ist ganz spannend. 2015... Lustigerweise kam ich damals aus dem Kino raus und ich war mit dem lieben Nico vom YouTube-Kanal Media Melage war ich da im Kino gewesen. Nico fand den Film schon von vornherein nicht gut. Aber ich war damals echt von dem Film begeistert, vom ersten Jurassic World. Was aber auch daran gelegen hat, dass du ja wirklich seit 2001 nichts mehr aus dem Jurassic-Universum hattest. Von 2001 bis 2015 dann. Krass, ja. Deswegen Jurassic Park oder Jurassic World war damals, glaube ich, sogar auf Platz 3 der finanziell erfolgreichsten Box-Office-Filme aller Zeiten. Darüber war, glaube ich, Avatar und dann kam Titanic, also ganz absurd, und danach kam dann irgendwie Jurassic World. Und das Ding war eben einfach, klar, musst du auch gucken, wann kam Titanic jetzt raus zu den Zeiten, ne? Der ganze Wert von Geld ist dann natürlich auch ein bisschen anders bemessen. Und eben auch, dass halt Jurassic World so lange hat auf sich warten lassen. Hat dem Film halt tierisch in die Karten gespielt.
Und das hast du natürlich dann aber auch gemerkt, dass bei Jurassic World 2, da war schon ein bisschen weniger Interesse. Bei Jurassic World Dominion haben sie dann nicht unbedingt dafür gesorgt, dass mehr Leute jetzt Bock darauf haben. Deswegen müssen sie bei Jurassic, wie es auch immer heißen wird, jetzt ein bisschen Gas geben und mal was Neues machen. Ich war auch begeistert. Hätten sie da Pause gemacht, hätte ich die ersten drei Teile und der einen festen Platz in meinem Herzen. Ja. Aber gut, sie haben ja von Anfang an eine Trilogie geplant gehabt. Jurassic World sollte ja von Anfang an eine Trilogie werden, wo ich dann aber auch bis heute nicht verstehe, wenn das als Trilogie geplant war, warum waren nicht mehr Zahnräder, die ineinander gehakt wurden? Warum fühlt sich alles so dumm dazu gedichtet an nach dem ersten Film? So wie die Lagune vom Mosasaurus als Beispiel, das ist jetzt nicht so dramatisch. Warum wurde Lewis Dodgson nicht schon früher eingeführt? Warum kommt der so aus dem Nichts erstmal im dritten Teil? Das finde ich alles ein bisschen blöd. War ein Jahr, da habe ich noch nicht diesen Job gehabt, den ich jetzt habe. Und ich war aber schon mit Sebastian ziemlich gut befreundet. Nicht so dicke, wie wir es jetzt sind. Deswegen, Sebastian, wenn du zuguckst, nichts als Liebe für dich. Er hatte damals Jurassic World geguckt. Ich glaube sogar in einer Pressevorführung. Und spannenderweise hatte er bis dato noch nie Jurassic Park gesehen. Ich habe ihn gefragt, und wie findest du Jurassic World? Und seine Antwort war, scheiße, das ist wirklich... Ja, auch eine gute Sache, weil ich auch mal wieder mal geschrieben bekomme, von wegen, du vergleichst die Filme zu oft. Du vergleichst Jurassic Park mit Jurassic World und wenn du das nicht machen würdest, wäre Jurassic World gar nicht mal so schlecht. Doch, ich glaube tatsächlich auch, wie Yves auch gerade gesagt hat, Sebastians Erfahrung war, Jurassic World zuallererst zu sehen von allen anderen Filmen und er fand ihn halt auch nicht gut. Und das ist einfach, ja, die Herangehensweise bei diesen Filmen. Gut, das ist einfach ein dummer Monsterfilm, die Dinos sehen nicht gut aus, hat bei mir überhaupt nicht gezogen. Das sehe ich anders. Stopp, du hast noch nie Jurassic Park gesehen? Du hast noch nie Jurassic Park gesehen? Okay, du kommst nächste Woche zu mir nach Hause, wir gucken den Film bei mir auf Blu-ray. Ich muss deine Meinung hören zu Jurassic Park. Das geht ja, es ist die. Ich muss deine Meinung ändern vor allem. Er ist zu mir gekommen, hat Jurassic Park geguckt und meinte, wow, was für ein toller Film. Und ich so, ja, oder? Und das war so ziemlich meine Meinung zu Jurassic World. Es gab ein paar Nostalgieaspekte, die probiert haben, mich so ein bisschen umzustimmen und diesen Film zu mögen. Und da. Bei Jurassic World 1, wir können ja mal kurz zusammentragen, was da aber alles dann für den Film spricht. Abseits gesehen von der Nostalgie, wenn wir die einfach mal komplett rauslassen. Ich fand den Indominus Rex, ich fand den echt nicht verkehrt. Ich würde sogar sagen, ich fand den ziemlich geil. Ich hätte den Indominus Rex sogar die gesamte Trilogie über behalten können. Hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte den Park an sich schon nicht von Anfang an. Der Park, der war mir schon zu clean und alles drum und dran. Was haben wir noch? Helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Einfach mal Sachen raushauen, die ihr an Jurassic World 1 geil findet, die nichts mit Nostalgie zu tun haben. Und da wird's dann aber auch schon eng, wenn man drüber nachdenkt. Mir fällt jetzt gar nicht mehr allzu viel ein. Ich fand die Gyrosphären, fand ich auch schon immer kacke. Und die Idee, dass du mit denen einfach ohne Kontrolle im Dinosauriergehege rumfahren kannst. So als würden Menschen die Verantwortung selber tragen, nicht dagegen zu fahren. Der Mosasaurus, ja, auf jeden Fall. Das ist keine Nostalgie, der ist auch sehr cool. Aber dafür halt wesentlich zu kurz mit dabei. Okay. Der Mosa, ja, okay. Der Indominus war mega. Die trainierten Raptoren waren noch cool. Ja. Weil sie im Laufe des Films nicht mehr verniedlicht wurden. Das stimmt. Der Moment, in dem, das fand ich auch sehr cool. Als ich den Film gesehen habe im Kino, habe ich mir nämlich auch gedacht, oh je, haben wir jetzt hier wirklich dressierte Raptoren? Also wo ist denn da die Gefahr über die Raptoren? Oder von den Raptoren? Und als dann der Indominus Rex mit den Raptoren kommunizieren konnte, war das schon ganz geil gewesen. Manche Tode waren heftig, ja. Sarah zum Beispiel, auch vom Mosasaurus dann wieder. Das sind schon ein paar Aspekte mit dabei, ja. Der Endkampf hat mich damals auch gecatcht. Inzwischen finde ich den ziemlich lächerlich. Der ist zu viel. Der ist zu over the top. Und dann auch das Ende noch, dass dann der Raptor und der T-Rex dann gemeinsam kämpfen. Und
Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Oder ist mir inzwischen ein bisschen zu viel. Es hat einiges gezogen. Aber dieser Film wird meiner Meinung nach mit jedem Mal gucken schlechter und schlechter. Ja, und ich sag direkt von allen Jurassic-Filmen, die ich bis dato hier besprochen habe, ist Jurassic World mit Abstand. Mit Abstand der schlechteste, der faulste und ja, der ideenloseste. Da könnte ich Yves jetzt gerade wirklich hier live umarmen. Die Filme, die er bis jetzt schon besprochen hat, das heißt Jurassic Park 1, Jurassic Park 2 und auch Jurassic Park 3, stehen für ihn über Jurassic World. Danke. Ohne Scheiß, finde ich geil. Ist bei mir genauso. Bei mir ging es bergab, als Owen in das Gehege ging und sich die Kratzer aus der... Ach, beim Indominus Rex meinst du? Ja, das war auch so dumm. Das war auch so blöd, ja. Ich fand es scheiße, dass Masrani von Respekt und Ehrfurcht sprach. Gleichzeitig wurde ein Dino-Streichel so angeboten. Ja, gut, Masrani war auch so ein bisschen verblendet. Der war eh so ein bisschen dulli gewesen. Aber ich mochte die Figur irgendwie. Ich fand ihn interessant. Die Tarn-Szene fand ich geil. Die hat mir gut gefallen, vor allem weil das Tarnen in dem Film, das wurde nicht so ausgeschlachtet. Das hat er ein einziges Mal gemacht, wo wir es zumindest als Zuschauer gesehen haben. Danach nie wieder. Und das fand ich geil. Ich mag, wenn Sachen dezent benutzt werden und nicht permanent irgendwie rausgehauen werden. Ich habe auch wirklich überlegt, mache ich dieses Video so mit einer Basecap, einer Schlabberhose, einer Jogginghose und so weiter? Und wenn ihr euch fragt, warum würdest du sowas machen? Ich so, um diesen... Also ich fühle mich da gerade schon von Yves angegriffen persönlich, weil ich einfach so zum Teil meine Videos aufnehme. Obwohl ich nicht immer Hosen anhab. Selten eigentlich. Jo, wirklich die gleiche Hingabe zu geben, die man Jurassic World gegeben hat. Denn Jurassic World ist ein billiger Abklatsch von Jurassic Park. Das kann ich über keinen bisherigen Jurassic-Film sagen. Jurassic Park 2, nicht so gut wie Teil 1. Ja, aber hatte eine eigene Idee, hatte eine neue Idee, hatte... Hört dem Mann zu. ...fantastische Animatronics, hat Ian Malcolm weiterentwickelt und die haben gesagt, wir machen nicht das Gleiche. Wir gehen auf eine Insel, wo Dinos frei rumlaufen und wir machen was Neues aus diesem Konzept. Jurassic Park 3, kein guter Film, definitiv nicht, aber zumindest so ein trashiger B-Movie und Sam Neill als Alan Grant war mehr als nur ein Gimmick. Er hat sich wirklich organisch in die Handlung eingegliedert und es gab ein paar anständige Sequenzen und es gab Animatronics in diesem Film. Ja, die sahen nicht so gut aus wie die aus Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2, aber man kann den Film genießen für das, was er ist. Aber, weil ihr gerade auch vorhin über CGI gemeckert wurde, Jurassic Park 3 hat mitunter das geilste CGI von allen Filmen. Ich muss da mal ein Video drüber machen. Ist mir auch wirklich erst aufgefallen, als ich mir das Jurassic Park Compendium mal durchgelesen habe. Du hast zum Teil einfach da Szenen drin, wo du dir denkst, das sind animatronische Puppen. Und dann guckst du in dieses Compendium rein und merkst, nee, das ist alles CGI. Und das sind zum Teil Saurier, die am Tag in CGI da sind. Und das ist nochmal eine ganz krasse Nummer. Hat die schönsten Tierdesigns von Jurassic Park 3? Ja, doch, finde ich auch ganz geil eigentlich. Finde ich auch ganz cool. Ist auch wieder Ansichtssache. Die Raptoren da mit diesen Antennen, das findet jetzt auch nicht jeder so geil. Aber ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Oh, nicht erschrecken, wenn es gleich mal kurz flackert. Ich habe das Stromkabel nicht reingesteckt. Jetzt, okay. Dumm, trashigen B-Movie, der aber nur 90 Minuten lang ist. Jurassic World... Außerdem hat Yves noch in seiner Review zu Jurassic Park 3 gesagt, könnt ihr nachschauen, Jurassic Park 3 ist für das, was er ist, ein unterhaltsamer und ganz guter Film. So, diese Aussage jetzt hier ist neuer, aber die ignoriere ich einfach. Dass er gesagt hat, das ist kein guter Film, das sehe ich anders. Da ist ein Raptor, der sagt, Alan, das hast du sonst nie wieder. Ein 2 Stunden langer Aufguss von allem, was wir kennen, nur ohne Herz, ohne Seele, ohne Substanz. Und irgendwann fällt der Film in sich zusammen als Monster-Movie. Und ich so, the fuck gucke ich da eigentlich? Ja, aber Monster-Movie ist ja okay, wenn es nur ein Monster-Movie gewesen wäre. Wäre das geil. Und warum der Film sich so lieblos anfühlt, kann daran liegen, dass Colin Trevorrow, der Regisseur von Teil 1 und Teil 3,
Hat er auch bei Teil 2, nee, da war nicht mit dabei, Teil 2. Er hat aber auf jeden Fall von allen drei Teilen hat er das Drehbuch geschrieben. Und dieser Colin Trevorrow hat gesagt in einem Interview, nach seiner Meinung nach hätte es nach Jurassic Park 2 keine Fortsetzungen mehr geben sollen. Das hat der Mann gesagt, der danach eine Trilogie von Jurassic World gemacht hat. Der wird da schon auf seinen Check geguckt haben. Dem ist das Jurassic-Franchise aber scheißegal. Deswegen, ja, so lieblos. Okay. Ups. Hallo, liebe... Jetzt haben wir das Video gewechselt. Gehen wir gerade nochmal zurück. Hallo, liebe Moviepiloten, es ist Sonntag. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Jurassic Rewatch-Marathon geht weiter und heute sprechen wir... Sekunde. Was haben wir denn jetzt hier für Probleme? Ach komm, das war doch eben, wir waren so im Flow hier drin. Ja. Nur 90 Minuten lang. So. Jurassic World ist ein 2 Stunden langer Aufguss von allem, was wir kennen, nur ohne Herz, ohne Seele, ohne Substanz. Und irgendwann fällt der Film in sich zusammen als Monster-Movie. Und ich so, the fuck gucke ich da eigentlich? Okay, wir beginnen. Ich weiß, sehr viele Leute lieben Jurassic World. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, die Review fängt jetzt erst an. Wenn noch einmal jemand zu mir sagt, Tobi, bis du auf den Punkt kommst, dauert das ja ewig. Es hat jetzt 8 Minuten gedauert und jetzt fängt die Review erst an. Diesen Film niemanden madig machen. Wenn man Jurassic World genießt, dann soll man das tun. Ich kann immer nur für mich sprechen und für mich funktioniert Jurassic World überhaupt nicht. Ich kann nur probieren, euch zu erklären, warum ich denke, wie ich denke. Ich probiere euch nicht umzustimmen, aber... Fuck, diese Rewatch-Reihe ist sehr persönlich, sehr subjektiv und ich muss ja wohl über meine Meinung sprechen können. Wir beginnen mit dem Logo Jurassic World und sehen direkt Dino-Eier in all ihrer CGI-Glory und wieder solche komischen, die sehen aus wie Velociraptoren. Nee, komm, also, ja, die haben das im ersten Film mit echten Sauriern gemacht, deswegen ist das hier natürlich dumm, dass wir jetzt hier... Dass wir jetzt hier CGI-Saurier haben. Aber das ist doch kein schlechtes CGI, jetzt mal ganz ehrlich. Das zeigt mir Besseres im Jurassic-Universum. Ist jetzt vielleicht eine dumme Aussage gewesen. Aber das sieht nicht schlecht aus, das kann mir keiner erzählen. Und immer die Aussage, das sieht aus wie ein Computerspiel. Das liegt aber nicht daran, dass die Filme immer schlechtere CGI bekommen, außer bei Marvel. Es liegt daran, dass Computerspiele einfach immer realistischer werden. Das ist total krass. Bei Computerspielen sagt jeder, boah, das sieht ja aus wie echt. Das sieht ja ultra realistisch aus. Und bei Filmen, die noch bessere CGI haben, sagen alle, das sieht aber aus wie ein Computerspiel. Das ist ganz komisch irgendwie. Velociraptoren, ich bin mir nicht mal sicher, ob das schon so die ersten Das sind keine Velociraptoren, das sind die beiden Indominus Rexe gewesen. Die Geschwisterchen. Objekte sind für den Indominus Rex, den wir später haben. Keine Ahnung, was ich sagen kann, ist, das CGI sieht nicht gut aus. Es sieht wirklich... Nein. Da ist aber auch so eine Anti-Haltung gegen CGI. Ich finde auch CGI, wenn es zu viel ist, nervt es mich auch. Gerade sowas wie Ringe der Macht. Wo sie damit geprahlt haben, ja, wir haben jetzt wieder echte Drehorte und das sieht alles echte Sets und du denkst dir halt, erkennt aber keine Sau, weil einfach alles bei euch gleich aussieht. Weil ihr jeden Mist mit CGI ergänzt, deswegen sieht einfach alles gleich aus. Das ist aber auch kein schlechtes CGI, auch Ringe der Macht ist kein schlechtes CGI. Aber all diese Masse an CGI ist, was alles kaputt macht. Überraschend schlecht und billo aus. Und direkt an dieser Eröffnungsszene kann ich schon so viel kritisieren. Erstens, es gibt kein Setup, okay? Jeder Jurassic-Film bis dato hat sich ein wenig Mühe gegeben. Wie führen wir die Dinos das erste Mal ein? Was ist der Spannungsbogen? In Jurassic World haben wir diesen scheiß CGI-Vogel bekommen. Der sah wirklich kacke aus. Warum wird der nicht angesprochen? Der CGI-Vogel, der war echt krass. Wie beginnen wir diese Handlung so ein bisschen organisch, dass man eintaucht in diese Welt und dann später diesen Turn hat? Im ersten Teil ist es natürlich am besten, weil man ist auf dieser Insel, man genießt diesen Themenpark für diesen Testrun und dann später wird das Ganze so düster, obwohl es anfangs so... Ihr habt auch hier mal ganz kurz ein kleines Beispiel. Ach komm, das ist wirklich... Dieser Insel, man genießt diesen Themenpark für diesen... Hier.
Jurassic World wurde auch zum Großteil auf Hawaii gedreht, so wie der Film jetzt hier. Und trotz allem sieht Jurassic Park von der Umgebung her echter aus als Jurassic World. Und das ist bei sehr vielen Filmen so. Das hat bei der Hobbit angefangen, mir aufzufallen, dass obwohl das echt in Neuseeland gedreht wurde, extrem künstlich alles aussieht. Wenn du dir mal das Making-of von der Hobbit anguckst, da gibt es eine Szene, wo sie zeigen, wie sie mit so einem Helikopter über die Landschaft rüberfliegen und alles abfilmen. Und du denkst dir, das sieht unfassbar geil aus. Ja, weil die Landschaft halt auch wirklich geil ist von Neuseeland. Und dann siehst du danach so einen Cut und so ist es jetzt im Film umgesetzt. Und ich habe mir gedacht, warum sieht das im Film so künstlich aus? Also warum macht ihr das? Warum nehmt ihr echte Sets und knallt dann da so beschissene so Facebook-Filter mit drauf, so TikTok-Filter schon fast, dass alles irgendwie so künstlich wirkt? Und die Antwort ist tatsächlich extrem dumm. Also die Antwort ist, das machen immer mehr Filme, damit sich die echten Sets nicht so sehr vom CGI abheben. Deswegen sieht der gesamte Film meistens aus wie so eine Hochglanzparade, damit du das CGI nicht zwingend erkennst. Ich finde das total kappes, weil dadurch eben einfach alles unecht aussieht. Da habe ich lieber so ein Beispiel wie bei One Piece, die Netflix-Serie, wo das CGI hier und da echt kacke aussieht, dafür aber halt die echten Sets echt aussehen. Das hat mich bei One Piece total gefreut und ich bin kein One Piece-Fan, aber ich fand das echt geil, dass die dadurch halt dann die Sets trotz allem noch geil gemacht hatten. Die sahen echt aus. Und da kann ich drüber wegsehen, dass da mal irgendwie so eine CGI-Attacke nicht geil ausgesehen hat. Wenn aber einfach alles fake aussieht, dann musst du auch nicht damit werben, dass du an einem echten Set bist. Dann musst du auch nicht nach Hawaii fliegen. Dann scheiß doch drauf, dann machst du halt gleich im Studio. Finde ich zumindest. Das CGI von Smaug, das sah auch geil aus. Ich rede jetzt hier nur von der Umgebung. Dass die Umgebung, obwohl das in echten Sets gewesen ist, das sah alles sehr künstlich aus. Es gibt auch ein Gegenbeispiel dazu. Es gibt eine Szene bei Harry Potter, wo Harry und Co. aus so einem Fluss, aus so einem See rauskommen. Und das sieht einfach aus, wäre es echt. Und das ist einfach im Studio gedreht. Das ist einfach CGI. Und Harry Potter 7.1 war es, glaube ich, gewesen. Ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Also es geht auch so. Aber die machen halt mit ihrem komischen, alles muss sich ineinander fügen, machen die es irgendwie noch schlimmer. Beste Sets, beste Atmosphäre für einen Film Aliens. Ja. Gut, da hatten sie aber auch, war da irgendwas CGI? Also ohne Scheiß, die haben ja da echt noch praktische Effekte benutzt. Sogar die Alien-Königin war ja ein praktischer Effekt. Das wäre heutzutage alles CGI gewesen. Testrun und dann später wird das Ganze so düster, obwohl es anfangs so schön war. Jurassic Park 2 beginnt mit einer Schockersequenz, wo wir nicht mal wissen, was diesem Mädchen da gerade passiert ist. Und dann kommen wir zurück auf die Insel, haben auch diesen UA-Effekt mit diesen Stegosauriern, aber Ian Malcolm kauft es nicht mehr ab, weil er ganz genau weiß, was passiert in solchen Situationen. Ich habe letztes Jahr einen animatronischen Indominus Rex gesehen in der Jurassic World Exhibition in Köln, der sah so geil aus. Ey, das ist richtig. Da gibt's eine animatronische Figur vom Indominus Rex. Warum aber nicht im Film? Die haben das für so eine Attraktion, haben die eine gebaut, aber für den echten Film, da hatten sie anscheinend keinen Bock. Naja. Und später haben wir dann den Terror durch all diese, ja, fleischfressenden Dinos, die wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich sind. Jurassic Park 3, so sehr man auf diesen Film einprügeln kann, hat sich Zeit genommen, ein wenig Zeit genommen, ich meine, der Film ist nur 90 Minuten lang, um uns Alan Grant einzuführen. Ja gut, Jurassic Park 3 führt aber eigentlich die Geschichte ein mit Eric Kirby und Ben Hildebrand, wo sie dann da auf der Isla Sorna landen. Zurückzubringen, mit der dümmsten Motivation aller Zeiten, erneut Geld. Aber man hört zumindest das Gröle in den Bäumen und dann kommt der Dino erst raus. Das heißt, man gibt sich Mühe, die Dinos aufzubauen. Und sie verdienen es auch. Generell Spannungsaufbau in einem derartigen Genrefilm ist das A und O. Wenn man uns einfach zu Beginn irgendwelche gefährlichen CGI-Dinos zeigt und das foreshadowt mit Eiern, ist das schon eine Sünde, meiner Meinung nach. Das ist viel zu viel, das packt man nicht in die Intro-Sequenz. Und wenn es dann auch noch so billo aussieht, verstehe ich es nicht. Die nächste Szene ist ein CGI-Rabe oder eine Kiste. Ja, so, er hat ihn drin. Das konnte echt sein oder praktisch. Er hat ihn drin. Er ist wirklich da drin. Dieser
dämliche Drecksvogel. Der wurde nirgendwo benannt. Alle nur Dinosaurier, die sehen ja aus. Die sind in echt aber viel, viel schwerer. Ey, weil ihr auch alle schon mal einen gesehen habt, richtig. Aber der Vogel. Der Vogel ist das Schlimmste an der gesamten Trilogie. Das konnte echt sein oder praktisch wirklich. Und vergesst die Heuschrecken aus Jurassic World Dominion. Wo ist er denn? Der Vogel, ich muss den nochmal sehen. Wenn es dann auch noch so billo aussieht, verstehe ich es nicht. Die nächste Szene ist ein CGI-Rad. Das ist wirklich krass. Kennt ihr den Film Das große Krabbeln? Da gibt es auch so einen CGI-Vogel. Der sieht besser aus als der. Der wurde einfach auf den Screen geschissen. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Vor allem auch so dieser dämliche Gag von wegen, wir zeigen erstmal nur Vogelfüße, damit die Zuschauer denken, das wäre ein Dino. Und dann geht die Kamera zurück und dann ist es einfach ein Vogel. Hat das bei irgendjemandem funktioniert? Wenn ja, musst du es jetzt hier nicht schreiben und dich outen. Aber ich glaube, das klappt eigentlich nicht in der Regel. Krähe ich so, nicht mal das konnte echt sein oder praktisch wirklich. Und dann kommt einfach ein sehr recycelter Plot von Jurassic Park 1. Ja, wir haben anscheinend einen zweiten Jurassic Park. Nur diesmal heißt der Jurassic World. Erneut auf Isla Nublar. Nur diesmal ist er absolut funktionstüchtig und das anscheinend schon. Gut, der Grund, warum der auf Isla Nublar gebaut würde, das muss man halt, keine Ahnung, da muss man halt sich wieder irgendwo reinlesen, das wird ja nie erklärt. Aber der Grund, warum der wieder auf der Isla Nublar ist, ist ja wirklich der Vulkan. Weil auch in den Filmen ist das so, dass John Hammond Geothermalenergie benutzt hat, um den Park zum Laufen zu halten. Das wird sogar in The Lost World Jurassic Park 2 einmal ganz kurz erwähnt von Peter Ludlow, dass das eben wirklich auch in den Filmen Kanon ist. Das ist nicht nur im Buch so, das ist auch in den Filmen so. Deswegen immer wieder Isla Nublar. Geraumer Zeit. Okay, wer hat das zugelassen? Ich frage mich wirklich, welche Versicherungsfirma hat gesagt, nach all diesen Vorfällen, hier ein paar Vorfälle. Alle Vorfälle aus Jurassic Park 1 wurden vertuscht. Die zählen jetzt alle nicht. Die sind alle vertuscht, wurde in Jurassic Park 2 am Anfang erklärt. Der einzige Vorfall, auf den du dich berufen kannst, ist der mit dem T-Rex in The Lost World Jurassic Park 2. Alles andere sollte an die Öffentlichkeit gar nicht so wirklich getreten sein. So, das mit dem T-Rex ist ja, glaube ich, auch das Einzige, was am Ende von The Lost World im Fernsehen thematisiert wurde. Dass da was schiefgelaufen ist, weil er durch den Diego gemordet hat oder sich gefressen hat. Ansonsten ist da, glaube ich, gar nicht so viel rausgekommen von der ganzen Nummer. Und ja, Geld halt, ne? So, wenn da Multimilliardär ankommt. Ich finde das auch nicht so unrealistisch. Wir sind halt einfach eine extrem dumme Spezies. Wir bauen Atombomben und so einen Scheiß. Also da würden wir auch so einen Park wieder öffnen, weil wir dumm sind. Ist es absolut okay. Ist es absolut okay. Wir haben einen neuen Jurassic Park und nennen den sogar Jurassic im Namen, als wenn dieser Name jetzt nicht Gift wäre und nur assoziiert wäre mit Tod, Tod und... Ja, weil es eben nicht rauskam. Das weiß ja keiner. Der Jurassic Park, ich weiß gar nicht, was sie erzählen, warum der erste Park nie geöffnet wurde, aber es wird ja ganz klar gesagt, dass die alle Tode aus dem ersten Film wurden verschleiert. Das wurde ja gesagt. Jagd und, keine Ahnung, Negativpresse. Keine Ahnung, aber es wird auch nicht erklärt. Es ist dieses... Richtig, das ist der Fehler dran. Das ist der Fehler. Star Wars The Force Awakens setzt genau da an, also ein paar Jahre nach Return of the Jedi. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, das Imperium ist im Grunde genommen zurück. Genau, genau. Keine Ahnung, stand in der Opening-Sequenz, die First Order ist aus der Asche des Imperiums hervorgestiegen. Und das ist es. Und wir müssen das einfach schlucken. Und genau so müssen wir hier Jurassic World einfach schlucken. Das heißt, der Film sagt uns direkt, achte gar nicht darauf, dass das keinen Sinn ergibt und nie passieren würde, genießt die Nostalgie. Und dann probiert der Film wirklich jeden Knopf zu drücken. Wir haben zwei Kinder, ich habe schon vergessen, wie sie heißen, dabei habe ich den Film... Zack und Gray, ja, finde ich aber auch beide kacke. Hießen sie Gray und Zack? Wenn ich mich jetzt irre, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich probiere mir wirklich die Namen zu merken, aber ich habe es vergessen. Gray und Zack, glaube ich. Ich glaube, ich werde fast alle Namen hier so ein bisschen verhauen, weil die Charaktere so uninteressant sind. Aber es sind wieder zwei Kids, es sind nicht Lexi und Timmy. Es sind Gray und Zack. Ich nenne sie jetzt, wie gesagt, so. Wenn das nicht der Fall ist, heißt er vielleicht Gary? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich nenne sie jetzt Gray und Zack.
Was, ja, ach komm, irgendwann wäre der Park oder ein anderer eröffnet worden. In einem Universum, wo es nicht unmöglich ist, Dinosaurier zu klonen. Naja, vor allem haben sie es ja schon versucht. Die Idee, den Jurassic Park nochmal neu zu öffnen, war ja schon da. Im zweiten Film. Nur halt direkt in San Diego. Und das hat ja auch keinen gebockt. Die haben ja sogar eine Pressekonferenz schon gehalten. Mit Ludlow zusammen. Wie der Park dann aussehen sollte und so ein Kram. Das war ja quasi schon alles auf Papier fertig. Trotz Jurassic Park 1. Also in der Welt von Jurassic Park ist das, glaube ich, scheißegal. Also wenn jetzt irgendwie nochmal Jurassic World 4 rauskommen würde und da gäbe es einen neuen Park, würde ich auch sagen, ja, akzeptiere ich so. Ist. Für das Video. Falls ich sie falsch ausspreche, schreibt mir in die Kommentare, wie sie wirklich heißen. Werden von ihrer Mutter in diesen Park geschickt, weil dort die Tante arbeitet. Die wird gespielt von Bryce Dallas Howard, ist ein hohes Tier in der Hierarchie von Jurassic World. Und dann haben wir so ziemlich jeden Nostalgieknopf, den man drücken kann. Die Jurassic Park Musik ist zurück. Oh, wir sehen einen Park und ein Tor, das sich öffnet. Das einzig einigermaßen coole, aber das ist was, was man auch in 5 Minuten Fanfilm hätte packen können. Wir sehen tatsächlich, wie John Hammonds Vision ausschauen würde. Tatsächlich nee. Ein richtiger. Ich finde, das ist auch nicht richtig. Das sagen immer viele, dass wir jetzt ja einen funktionierenden Jurassic Park haben, was John Hammond immer wollte. Jurassic World ist nicht John Hammonds Idee. Jurassic World ist Simon Masranis Idee. Und das merkst du auch von der Art her, finde ich. John Hammonds Charakter passt total zum Jurassic Park. Wie der aufgebaut war, was Hammond da für Sicherheitsvorkehrungen drin hatte. Die haben am Ende auch nicht funktioniert, so wie sie funktionieren sollen. Aber der Jurassic Park war im Endeffekt wesentlich sicherer als Jurassic World gewesen. Und Jurassic World ist genau wie Simon Masrani, ist so ein bisschen, ja, so leichtsinnig damit und dann haben die Mitarbeiter auch mal keinen Bock und Sicherheit ist da auch nur mal sonntags wichtig und so. Das ist nicht John Hammonds Vision, auf gar keinen Fall. Das ist Masranis Vision, die wir jetzt hier sehen. Und so geht's dann auch aus. Für beide. Ein richtiger Park mit Touristen, in dem man sich Dinos angucken kann. Und das ist ganz spannend, wenn man diese Wasserdinos so zeigt wie bei SeaWorld oder wenn man in so einer Kugel rumfährt, umgeben von Dinos. Das sind alles spaßige Ideen. Es gibt, glaube ich, sogar ein Streichelzoo in einer Sequenz. Und das ist irgendwie cool, weil wir jetzt das sehen, was John Hammond eigentlich vorhatte. Hier triggert gerade jemand Wasserdinos. Fertig das einen kompletten Film. Meiner Meinung nach. Aber ich weiß ja, der ist genau genommen, ist er glaube ich kein Dinosaurier, ne? Obwohl der Saurus im Namen hat. Ich weiß aber auch nicht mehr wieso. Mir wurde das aber auch schon mal auf andere Art und Weise geschrieben. Überhaupt nicht. Muss ich einfach sagen, es funktioniert für mich leider gar nicht. Und es ist auch witzig, dass wir dann in die Zentrale gehen, da bei Bryce Dallas Howards Charakter, wie ist denn. Ich habe den Film gerade. Claire? Ich nenne sie Bryce Dallas Howard. Es ist unfassbar, wie uninteressant diese Figuren sind. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Namensgedächtnis, aber ich kann es mir nicht merken. Ich weiß, dass Chris Pratt Owen heißt, aber ich nenne ihn Star-Lord. Ganz egal. Es stellt sich heraus, und das ist der Plot von Jurassic World, und ich kann es halt nicht fassen, dass das der Plot von einem Film ist, der das Erbe antritt von Jurassic Park. Schön, dass einer meiner Meinung ist, dass das nicht John Hammonds Vision ist. Das ist, ey, bleibe ich auch total dabei. Schön, dass du meiner Meinung auch bist. Freut mich. Hast du Yves sein Dragon Ball Video gesehen? Ja, ja, klar. Dragon Ball Evolution. Geiler Film. Nee, wie gesagt, Jurassic World ist kein Park, wie John Hammond den aufbauen wollte. Auf gar keinen Fall. Ja. Für Besucher. Ich so, okay, wenn Dinos nicht mehr interessant sind für Besucher, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil Dinos sind mehr als interessant. Ja, da können wir auch gleich schon wieder einhaken. Das ganze Szenario von wegen Dinosaurier sind nicht mehr interessant für Besucher, ist kompletter Bullshit. Weil sogar wenn du heutzutage einfach mal, keine Ahnung, in den Zoo fährst oder einfach mal auf so eine Safari-Tour gehst, du findest auch heutzutage noch Elefanten interessant, du findest Nashörner interessant, du findest Giraffen interessant. Von daher ist die Geschichte da auch schon ziemlich, ja, ziemlich, ziemlich dumm. Sie haben jetzt an einer merkwürdigen Hybridkreatur gearbeitet. Und das Witzige ist, Bryce Dallas Howard weiß selber nicht, was sie da alles verwendet haben. Die dachte, macht's cool. Are you serious? So. Ah, sorry, ey. Ich hasse Memes. Ich finde Memes in Videos
Finde ich echt kacke. Genommen wird damit umgegangen. Da haben wir auch diesen neuen Besitzer vom Jurassic Park, auch seinen Namen habe ich vergessen. Ich meine, es ist Masrani, aber ich bin mir nicht sicher. Und er ist auch nur eine absolute Karikatur. Er ist eine runtergedummte Version von John Hammond. Er möchte Leute unterhalten. Ja, das stimmt schon. Simon Masrani ist quasi einfach wirklich nur dafür da, um zu erklären, was der Jurassic World Park wirklich ist. Tobi mit seinen Memes. Ich finde Memes echt kacke. Also, weiß nicht. Also, gerade wenn du immer wieder erwähnst, dass du zum Beispiel bei Marvel nervt es dich, dass in ernsthaften Szenen immer wieder Comedy mit eingebracht wird und dann bringst du aber in den eigenen Videos immer wieder Memes mit rein. Das sind dieselben Memes. J. Jonah Jameson, der lacht. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist genauso langweilig, wenn nicht sogar noch langweiliger. Magst du Jurassic Park Memes? Memes können schon mal sein, aber halt nicht immer dieselben und nicht ständig. Nee. Gleichzeitig gibt's alle zwei Sekunden diesen marveligen Humor, wo Leute in die... Der marvelige Humor, der einfach mittendrin reinkrätscht, während mal ernsthafte Szenen kommen. Wie Memes, die eingespielt werden. Ja, es nervt, richtig. Genau. Gucken und zwinkern. Es gibt sogar zwei Parkmitarbeiter, die sagen, ja, yeah, nothing beats the original. Guck mal, ich habe ein originales Jurassic Park. Ja, das nervt mich halt auch tierisch. Das ist, Laurie heißt die Figur im Film. Der ist total so eine Person, die quasi durch die vierte Wand redet und jedem erzählt, dass Jurassic World eigentlich scheiße ist und Jurassic Park ist eigentlich so cool. Mag ich auch nicht. Aber das machen sie in allen drei Teilen. In Jurassic World Dominion sogar am meisten. Ja, nichts kann diesen ersten Park toppen. Und ich weiß, was sie damit machen wollen. Mit diesen paar Kommentaren wie nach dem Motto, Dinos sind nicht mehr interessant, alles muss größer sein. Oder das Original kann man nicht toppen. Das ist ins Drehbuch geschrieben worden, damit man sagt, ja, unser Film wird eh nicht ans Original ankommen. Aber wenn das stimmt, das kann gut sein. Aber macht man das, schreibt man so einen Film? Heißt der nicht Larry? Nee, Laurie mit O, glaube ich. Kannst du mal googeln, aber ich meine, der hieß Laurie. Wenn das wirklich der Fall ist, dann mach doch keinen Film darüber. Wenn du einen Film machst und musst in dem Film permanent erzählen, dass du ganz genau weißt, wie schlecht deine eigene Interpretation von einem Film ist, dann mach's doch einfach nicht. Dann lass es doch einfach sein. Ja, mit O wie Kaijuverse, genau. Und zweitens ist das so eine Metakritik. Ja, die Zuschauer wollen es ja immer größer und größer und deswegen reichen Dinos nicht mehr. Nur das ins Drehbuch zu schreiben, aber danach einen Aufkurs uns zu geben von Jurassic Park 1, ist einfach nicht gut. Obwohl ihr es kritisiert. Ja, weil die Message aber auch einfach dumm ist. So funktioniert es nicht. Also gerade wenn Jurassic Park 1 und 2, die waren ja noch sehr geerdet und versucht wissenschaftlich zu sein und sind noch auf die Realität eingegangen. Und dann kommt aber mal so eine Prämisse rein. Das war echt dumm. Jedoch genau das Gleiche in diesem Film. Und das verstehe ich nicht. Und dann lernen wir Chris Pratt kennen, der so eine Art Velociraptor-Dompteur ist. Und auch hier, ich weiß, ich klinge wie so ein kaputter Plattenspieler. Die Raptoren sehen jetzt nach 2015, also das ist jetzt 7 Jahre her. Nein, worauf er jetzt hinaus will, Achtung. Die sehen nicht gut aus. Das ist Quatsch, das ist echt Quatsch. Wenn ich diese Filme über irgendwas verteidige, Moment. Und auch hier, ich weiß, ich klinge wie so ein kaputter Plattenspieler. Die Raptoren. Ja, weil die Kritik einfach aber auch nicht immer richtig ist. Sehen jetzt nach. Also, warum soll das jetzt hier schlecht aussehen? So, also die Kritik, die dabei darunter stand, zum Teil unter dem Trailer, ist gewesen, ja, die Raptoren, die sehen eigentlich gar nicht so schwer aus, die müssten ja schwerer sein. Weiß nicht, was Leute erwarten, was da jetzt passieren muss. Dass der Boden unter denen zusammensackt. Habt ihr schon mal eine Giraffe laufen sehen? Da bricht auch nichts unter der Giraffe zusammen. Deswegen, das CGI ist schon gut. Da kann man wenig sich beschweren, finde ich. In Jurassic Park 3 ist immer noch besser. Aber das ist nicht schlecht. 2015, also das ist jetzt 7 Jahre her. Die sehen nicht gut aus. Die sehen wirklich nicht gut aus. Man erkennt das CGI die ganze Zeit und deswegen ist dieser Film einfach nicht immersiv. Es gibt einen einzigen Punkt im Film, wo ich glaube, dass die praktische Effekte benutzt haben. Und
Ich muss da Eve mal wirklich zu einem Talk einladen, weil ich mich da manchmal auch wirklich frage, wo dann jetzt so die, wie macht man dann da jetzt irgendwelche Grenzen? Weil Eve, meine ich zum Beispiel auch, Doctor Strange 2 gelobt hat. Das wäre ein guter Film. Der Film ist der größte Mist, sowohl vom optischen her als auch vom Storytelling her. Und warum wird dann jetzt hier aber das CGI kritisiert und in Doctor Strange 2 nicht, wenn es so gewesen ist? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall werden manchmal CGI-Effekte kritisiert und manchmal wird das halt nicht kritisiert. Und gerade bei Jurassic World ist das CGI nicht schlecht. Nein, auf gar keinen Fall. Erklär mir mal warum. Also versuchen wir mal zu erklären, wieso. Schatten ist da, du siehst sogar, wie die Blätter sich unter den Tieren bewegen. Das ist schon alles gut, so wie es ist. Deswegen verstehe ich es halt nicht so ganz. Die haben doch in echt nicht viel gewogen. Ja, keine Ahnung. Ey, wenn... Also ich wiege schon einiges, aber wenn ich über Gras drüber laufe, siehst du auch nicht, wie schwer ich jetzt bin. Und dass der Boden sich irgendwie genauso bewegt, damit man merkt, wie schwer du bist. So läuft es einfach nicht. Ein T-Rex wiegt ungefähr so viel wie ein Elefantenbulle. Ja, T-Rex, ja, keine Ahnung. Da bebt auch nichts. Ja, eben, ja, richtig, genau. Und das meine ich halt. Das CGI sieht halt nicht schlecht aus. Das, was Eve, glaube ich, eher kritisiert, ist das Design. Und hier wird nicht unterschieden zwischen CGI, zu viel CGI, schlechtem CGI und eben Design. Und was er kritisieren will, ist einfach das Design der Tiere, glaube ich. Und das CGI ist halt echt nicht schlecht in dem Film. Und ich mag den Film nicht mal sonderlich. Wenn wir dann später so einen toten oder sterbenden Brachiosaurier haben, weil den kann man richtig anfassen, der ist wirklich da und da kommen auch... Ja, aber das ist auch eine der schlechteren animatronischen Puppen. ...wie Gefühle aus einem raus, die kann man einem so ein bisschen rauslocken. Aber diese Dinos sehen halt komplett fake aus und das hatten wir nie in den vorangegangenen Jurassic Park Filmen. Ja, Teil 3 hatte nicht die besten Animatronics, aber wenn im Dunkeln der Spinosaurier zu sehen war bei... Teil 3 hat sogar im Hellen die besten CGI-Effekte gehabt. Ist es einfach so. Hatte das was und hier sieht es einfach lahm aus. Und auch die Velociraptoren zu nehmen, die so das Inbild von Gefahr waren, in allen Jurassic-Filmen, die jetzt sowas wie Schoßhündchen zu machen, funktioniert für mich. Das verstehe ich bis heute allerdings auch nicht, warum man sich dazu entschieden hat. Aber das ist ein Problem. Hat aber nichts mit dem CGI zu tun. Gar nichts. Persönlich überhaupt nicht. Das nimmt so dem Gesicht der Bedrohung von Jurassic Park alles. Aber ja, man sagt, das sind Tierchen, wir haben jetzt ein richtiges Monster. Und dieses Monster ist so clever, dass es sich erinnert, wo man ihm einen Chip implantiert hat, dass es Leute verarschen kann und... Auch das mit dem Chip ist nicht so unwahrscheinlich. Wenn du bei einer OP irgendwas eingesetzt bekommst, wie bei, zum Beispiel bei mir jetzt als Beispiel, ich habe damals... habe ich einen Überbiss gehabt hier unten. Da wurde mir der Kiefer gebrochen, das Ding wurde wieder zurückgesetzt und da wurden Schrauben reingesetzt, noch so ein paar Platten. Dass die Platten da drin sind, das spürst du jetzt irgendwie nicht gravierend, aber du merkst es trotz allem. Ich könnte dir jetzt sagen, wo diese Platten noch drin sind. Das sind kleine Plättchen, aber trotzdem merkst du das. Also das geht halt schon. Das sind so Kritiken, wo ich mir manchmal denke, weiß ich halt nicht so. Die Idee, warum der Indominus Rex ausgebrochen ist, ist Schwachsinn, aber ansonsten. Vielleicht wegen Marketing? Was meinst du wegen Marketing? Beim T-Rex geht man von 6 bis 10 Tonnen Gewicht aus. Ja, das kann gut sein. Keine Ahnung. ...zu seinem Gehege flieht. Und auch hier ist dann der Punkt, alle sind in Gefahr, weil wir haben jetzt ein echtes Monster. Kein Dino, ein Monster, das durch den Park wüten kann. Und auch hier sagt Bryce Dallas Howard-Charakter, ja, den Park evakuieren, das machen wir jetzt noch nicht, das wird ja zu Panik führen. Ich so, deine Neffen sind da draußen. Deine Neffen sind da draußen. Ja, aber auch das finde ich nicht so. Also, überlegt euch mal, was damals bei Tschernobyl abgegangen ist. Bei Tschernobyl hat man auch... So, das ist ja so die erste Reaktion. Wenn du jetzt auf einmal sagst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dann bricht nun mal Panik aus. Das ist ja vollkommen normal. Deswegen, dass sie das nicht gemacht hat, das ist, keine Ahnung, das ist schon okay. Dass sie halt dann nicht gleich gehandelt haben und haben irgendwie Soldaten oder irgendwas im Park schon gehabt, das kann man kritisieren. Und so reagierst du? Wie kann ich dich mögen, okay? Ich meine, in Jurassic Park
1 wollte John Hammond das auch nicht aufgeben, aber seine Kinder waren äußerste Priorität. Wir hatten es immer noch mit sehr vernünftigen Figuren zu tun. Hier haben wir nur Stereotypen. Chris Pratt ist ein Stereotyp. Ja, das stimmt. Alle. Chris Pratt ist ein Stereotyp. Claire ist ein Stereotyp. Sogar die Nebenfiguren sind Stereotypen. Das stimmt auf jeden Fall. Was Elefantenbullen werden bis zu 10 Tonnen. Du, das kann gut sein. Wie gesagt, ist auch vollkommen egal jetzt hier für die Kritik. Aber es kann gut sein, ja. Möchte gern Indiana Jones, wenn er so eine Fliege in der Luft fängt und wenn er alle 2 Sekunden einen coolen Spruch raushaut. Ja, Chris Pratt ist eine coole Socke, ohne Frage. Aber passt das noch ins Jurassic Park Franchise, ohne B-Movie Nein. zu sein? Ich finde Chris Pratt inzwischen auch wirklich nur noch lästig. Ich finde, der mag menschlich gesehen wahrscheinlich extrem cool sein, aber ich finde Chris Pratt an sich, der ist schon... Er ist halt immer dieselbe Figur im Endeffekt, ne? Nein. Und während Jurassic Park 3 irgendwie wusste, dass es ein B-Movie ist, war Alan Grant zumindest noch Alan Grant. Hier haben wir B-Movie-Charaktere, aber der Film nimmt sich auch überraschend ernst. Dann haben wir dieses Viech, das da einfach überall rumwütet. Dann werden Leute angesetzt, das Ding kaputt zu schießen, weil wir jetzt in einem Action-Explosionsfilm sind. Alles muss größer sein, alles muss explodieren. Und erneut, niemand weiß, was man benutzt hat, um dieses Ding überhaupt zu kreieren. Erst später haben wir dann den Reveal, oh, es ist ein T-Rex und ein Velociraptor. Und das Ding kann sich tarnen, weil Predator... Ja, der Grundgedanke, warum sich der Indominus Rex tarnen kann, ist ja eigentlich, weil Jurassic World geht generell ja auf die Bücher auch mit ein oder auf gelöschte Szenen. Und ursprünglich war das eben so gewesen, dass sich der Carnotaurus eigentlich im zweiten Buch tarnen konnte. Und das wollten sie halt hier mit einbringen irgendwie. Das war eigentlich der Gedanke gewesen. Und das war's. What the hell are you? Keine Ahnung. Und das Design ist nicht mal cool. Das Design von diesem Dino sieht nicht mal spektakulär. Ja, das muss auch nicht spektakulär sein. Das Design war gerade cool, weil es nicht spektakulär war. Ich verteidige jetzt gerade wirklich Jurassic World, aber ich finde wirklich, der Indominus Rex, der sah noch echt cool aus. Der hat mir echt gut gefallen vom Design her. Weil auch das kommt komplett aus dem Computer. Dann werden die Kinder vom Indominus Rex angegriffen, während sie da in dieser Kuppel sind. Ja, da probiert man 1:1 die Szene zu kopieren von Lexi und Timmy im Van. Ja. Die war gruselig, die war stark inszeniert, die war bei Regen. Wir hatten dieses geniale Animatronic-Design vom T-Rex. Hier passiert das alles bei Tageslicht und wir wissen ganz genau, nichts, was wir gerade sehen, ist echt. Nichts. Und es ist einfach nur ein, meiner Meinung nach, schäbiger Versuch, die Magie einzufangen von Jurassic Park 1. Ohne die talentierten Leute hinter der Kamera zu haben, wie ein Steven Spielberg es nun mal war. Und das merkt man. Da haben wir sogar einen Jimmy Fallon-Gag in Jurassic World, weil der zugeschaltet ist auf dem Bildschirm. Und ich, wow, es ist wirklich diese Art von Film. Und ja, dann Das ist halt so ein Metafilm irgendwie, ne? Der Film sagt dir durch die vierte Wand hinweg, dass eigentlich alles scheiße ist am Jurassic World, weil alles da so unecht ist und in Jurassic Park war alles noch echt. Dann kommt dann eben noch hier Jimmy Fallon mit rein. Jurassic World ist an sich ein riesiger Meme-Film. Mehr ist es einfach auch nicht. Sich Owen, also Star-Lord und Bryce Dallas Howard, die suchen jetzt nach den Kids. Parallel wird Jagd gemacht auf den Indominus Rex, der alles und jeden tötet, weil er ist ein Monster und er wird erkennen, dass er der das Alpha-Tier ist, aber er ist kein Er, es ist erneut eine Sie. Nee, es geht eigentlich darum, dass der Indominus Rex alles tötet, damit er herausfindet, wo er in der Nahrungskette steht. Darum geht's im Endeffekt. Und das machen Tiere auch wirklich sogar, tatsächlich. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Das ist keine Kritik, die man wirklich anbringen sollte. Und das ist wirklich der Plot. Und dann, als wäre das wirklich nicht bescheuert genug, haben wir eine Legende wie Vincent D'Onofrio in diesem Film. Das ist der fucking Kingpin. Das ist der Typ aus Full Metal Jacket. Und man gibt ihm die undankbarste Rolle, die ich je gesehen habe. Und er kriegt echt viel Screentime. Er arbeitet fürs US-Militär und möchte aus Velociraptoren Waffen machen fürs Militär. Richtig, er möchte Dinos im Krieg einsetzen. Könnte glatt sein, dass du ihr beim Aussterben bald Gesellschaft leistest. Das war auf jeden Fall die beste Serie, ey. Diese Dinosaurier-Serie, wie hießen die nochmal? Extreme Dinosaurs, glaube ich. Die war geil. Die war echt gut.
Charakter, der einzige Charakter, der aus Jurassic Park 1 zurückkehrt, ist Henry Wu und der ist jetzt böse, weil der heimlich mit Vincent D'Onofrios Charakter zusammenarbeitet. Und dann gibt es wirklich eine Hetzjagd, weil Chris Pratt kann die ja irgendwie so kontrollieren und mittlerweile geht alles kaputt und der Babysitter von den zwei Jungs wird auch in einer sehr witzigen Szene umgebracht, erst von so einem Flugsaurier, weil alles geht halt kaputt. Das heißt, Dinos kommen erneut aus ihren Gehegen raus und greifen Touristen am helligsten Tag an. An sich, die Idee ist spaßig, B-Movie-Trash, aber nichts davon ist wirklich gut inszeniert, muss ich leider sagen. Wenn sie da so ein bisschen vor diesem Flugsaurier wie getauft wird in diesem Pool, oder springt da dieser Wasser... Boah, die Szene ist schon krass. Die war, glaube ich, bei mir sogar unter den Top 2 oder Top 3 Szenen aller Tode aus dem gesamten Jurassic-Franchise. Die ist schon krass gewesen, die Szene. Und den Flugsaurier, das ist irgendwie doch eine recht spaßige Szene, aber ansonsten, es gibt nicht viele coole Szenen. Es gibt nicht eine Szene, die mich so umgehauen hat. In Jurassic Park 1 gab es ohne Ende gruselige Momente, ob es der Dilophosaurus war, der Dennis umgebracht hat, ob es einfach nur Mr. Arnolds Arm war, der irgendwo hing, ob es der Anwalt war, der auf der Toilette gefressen wurde, nach und nach, oder Muldoon, als er von den Raptoren reingelegt wurde. Das war immer ein guter Setup und hier nichts, wirklich nichts davon. Und Chris Pratt nimmt sich dann seine Raptoren, einer davon heißt Blue, und macht Jagd auf den Indominus Rex, nur um festzustellen, oh, da ist auch Velociraptor drin. Das heißt, der Indominus Rex spricht mit den Velociraptoren, sagt, yo, Digga, ihr arbeitet jetzt für mich. Und sie, okay. Und dann greifen sie alle bewaffneten Leute an. Und ich denke mir immer noch, was ist das? Wieso ist das Jurassic? Wie zur Hölle kann das? Ja, aber gut, ich meine, es hätte auch ganz normal ein normaler Dinosaurier sein können. Ey, ich finde die Kritiken, ich sehe da halt andere Kritiken an den Film als genau das. Was ist aus dem Franchise geworden? Was hat das noch irgendwie mit diesen ganzen moralischen Fragen zu tun? Was hat das noch mit dem Genre-Mix zu tun? Was hat das noch mit Spaß und Spannung zu tun? Das ist einfach doof. Es ist einfach doof. Ich kann es nicht anders sagen. Sorry. Nach und nach sterben Leute und dann gibt es tatsächlich eine Szene, wo Vincent D'Onofrio mit Blue reden will und sagt, hey, ich bin doch auf deinem... Kannst du das Video lauter machen? Ist das Video so leise vom lieben Eve? So höchstens. Seite, das sagt er zu einem Dino und der frisst ihn natürlich. So besser? Ich kann es auch noch so laut machen. Leider nicht gut aus, weil die Effekte jetzt nach 7 Jahren einfach schon so gealtert sind. So besser? Dass die Effekte von 93 aus Jurassic Park 1 so viel besser ausschaut. Ich kann es nicht fassen, der Film. Ja, aber auch der Vergleich immer mit den Effekten aus Jurassic Park 1 zu Jurassic World, der passt nicht immer, der Vergleich, weil in Jurassic Park hast du einfach sehr viele animatronische Puppen gehabt. In Jurassic World einfach nur CGI. Deswegen ist dann da immer der Vergleich von Effekten ist ja ein anderer. Du vergleichst gerade CGI mit Animatronic. Das geht halt nicht, finde ich. Da kannst du eher von Jurassic Park 1 auf Jurassic Park 3, da kannst du einen Vergleich ziehen, aber hier finde ich nicht. Nur 7 Jahre alt und sieht einfach nicht gut aus. Kann ich leider nicht anders sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich hier häufig, aber es passiert ja andauernd. Jedes Mal, wenn wir eine coole Dino-Sequenz haben sollen, ist sie lahm. Ist sie relativ, relativ lahm. Und dann fühlen sich Owen, Bryce Dallas Howard und die Kinder in die Enge getrieben und sie hat eine großartige Idee. Sie hat eine fantastische Idee. Sie, anstatt dass sie probiert, irgendwie die Kids und Owen zu evakuieren. Halt Fanservice der Film, Mann. Ja, ich verstehe, ich weiß, was auf jeden Fall jetzt auch kommt. Mit dem T-Rex. Haben wir am Ende wirklich so Godzilla vs. Kong. Das bedeutet, ihre brillante Idee ist es, den T-Rex aus seinem Gehege zu holen. Sie rennt dann auch in Zeitlupe vor ihm weg auf ihren High Heels, worüber sich sehr lustig... Auch sowas zum Beispiel, es wurde mal getestet, du kannst auf High Heels rennen. Das geht wirklich. Dieses ganze auf High Heels rennen rumgejammert, das wurde auf jeden Fall, hat das irgendeiner angefangen und alle anderen machen es einfach mit. Es gibt auf YouTube gibt's ein Video, wo sie genau die Szene nachstellen und du kannst auf High Heels rennen, das geht tatsächlich. Das ist nicht unwahrscheinlich. Gemacht wurde. Und es ist auch zugegebenermaßen verdammt witzig, wenn man das in Slow-Mo sieht. Und dann haben wir den Kampf T-Rex versus Indominus Rex und die boxen sich und schlagen sich und der Indominus Rex... Der Kampf war echt scheiße, das stimmt. Und schafft es, den T-Rex so ein bisschen fertig zu machen, dann kommen ihm noch die Velociraptoren zur Hilfe und dann, zack, kommt erneut dieser Wasserdino und schnappt sich den Indominus Rex, zieht ihn unter Wasser und das war's. Und auch dann, die Raptoren hauen einfach rein. Und jetzt ist dieser ganze Park, der steht jetzt leer und Dinos können da frei rumlaufen. Das ist wirklich irgendwie scheiße gelaufen. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard werden ein Paar, weil natürlich werden sie das.
auch hier hat man probiert, das einzufangen, was man mit Warum aber auch nicht? Brand und Ellie Sattler hatte. Das funktioniert aber nicht, weil die beiden hatten eine sehr organische Dynamik. Die beiden. Ja, gut, also Claire und Owen sind schon zwei extrem uncharismatische Ratten. Das ist schon richtig, ja. Seit ein paar, er wollte keine Kinder, sie irgendwie schon. Natürlich hat man ihn dann mit den Kindern gepairt. Das heißt, die Kinder waren nicht nur da, um Kinder zu sein, sie waren auch da, um ihn weiterzuentwickeln als Charakter. Das probiert man ein bisschen mit Bryce Dallas Howard, weil sie auch kurz in der Szene sagt, sie will keine Kinder, aber irgendwie juckt sie sich ja doch um ihre Neffen, weil sie die allein lässt in diesem verkackten Park, der gerade überrannt wird von einem Monster. Aber das ist für mich alles nicht das Gleiche, muss ich einfach sagen. Nee, ist es auch nicht. Aber am Endeffekt bin ich auch komplett bei Eve, bei den meisten Kritiken. Aber ich finde, er steigert sich da manchmal ein bisschen zu krass rein, jetzt gerade bei dem Film halt auch, was da alles scheiße ist. Finde ich zumindest persönlich. Das ist nicht alles so schlecht, wie er es darstellt. Das CGI ist nicht schlecht. Der Indominus Rex ist nicht schlecht. Also der macht ja nichts. Auch die Fähigkeit, sich zu tarnen, das macht er ein einziges Mal, das war's. Ich finde das nicht immer relevante Kritiken. Das Gleiche. Und endet der Film damit, dass ein T-Rex alleine, also der T-Rex, ich glaube, es soll sogar der aus Jurassic Park 1 sein, irgendwo hochsteigt auf so eine Plattform in diesem Park. Boah, das CGI sah aber eben gerade echt scheiße aus. Uiuiuiui. Das habe ich aber nicht so in Erinnerung. Boah, sieht das schlecht aus. Irgendwo hochsteigt auf so eine Plattform. Boah, sieht das schlecht aus. Okay, das ist schon krass. Er macht es zweimal. Ey, das CGI ist, das sieht ja echt kacke aus. Oder ist das nur im Video so komisch? Und der Film ist also der T-Rex sah eben echt schrecklich aus. Und ich bin damals aus dem Kino gegangen und dachte mir, das war kein guter Film. Und zumindest gab es ein, zwei Nostalgie-Sachen, die mir gefallen haben, als sie die alten Vans gefunden haben und so weiter. Aber jetzt, nachdem ich sehe, dass jedes Franchise das probiert, wenn es dumm wird, die Nostalgiekarte zu ziehen, sagen, achte nicht drauf. Remember das. Darüber habe ich mich vor kurzem bei Boba Fett lustig gemacht. Es zieht nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass derartige Filme nicht gut altern werden, weil sie sich zu sehr ausruhen auf dem, was andere Franchises, was andere Teile in der Reihe, die originalen Teile, so gut gemacht haben und nicht wirklich viel Eigenes bringen. Alles, was eine eigene Idee in diesem Film ist, ist doof. Ein Monster reinbringen ist doof. Nein, Quatsch. Also Monster reinbringen ist schon mal gar nicht doof, weil das macht irgendwie auch Sinn in der gesamten Geschichte. Finde ich zumindest, dass du Monster reinbringst, weil die Saurier waren im Endeffekt schon immer Monster und Hybride und alles drum und dran. Das passt schon. Der ist ziemlich doof. Jimmy Fallon, wer braucht das? Ja, Jimmy Fallon ist halt aber auch egal, dass der dabei ist. In Jurassic Park 1 übrigens hast du auch im Fahrzeug hast du eine Stimme gehabt von irgendeinem bekannten amerikanischen Comedian. John Hammond sogar noch sagt, sie haben übrigens jetzt hier die Stimme von dem und dem. Hat auch keine Sau gejuckt. Das könnte dieselbe Kritik sein. Deswegen, nee, finde ich nicht. Und die Charaktere sind halt mega dünn geschrieben. Das heißt, ja, das auf jeden Fall. Ich würde mich mal hintereinander Jurassic Park 1 angucken, als diesen billigen, herzlosen, seelenlosen Aufguss. Und ich glaube, das habe ich damals in meinem ersten Jurassic World Video gemacht. Ich mache es jetzt nochmal. Ian Malcolm hat eigentlich all das vorhergesagt, ohne es zu wissen. Steven Spielberg, ich weiß nicht, ob er auch am Drehbuch beteiligt war, ich weiß es nicht, aber das Drehbuch vom damaligen Jurassic Park. Ich glaube, Steven Spielberg ist höchstens mal am Set vorbeigefahren, oder? Der soll irgendwie mit beteiligt gewesen sein an der ganzen Nummer, aber ich glaube es halt auch nicht. Hat Jurassic World vorhergesagt, denn Ian Malcolm hat John Hammond damals einen Text gegeben, meinte, ihr wart so damit beschäftigt, euch darauf zu konzentrieren, was ihr könnt, dass ihr euch nie gefragt habt, was ihr tatsächlich sollt. Und genau so betrachte ich Jurassic World. Deswegen, ich würde sagen, Ian Malcolm gibt jetzt mal Jurassic World einen Text. I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here. Ist halt wirklich so. Also die Szene jetzt hier beschreibt tatsächlich exakt Jurassic World, aber auch sehr viele andere Filme, Marvel. Ja, Punkt. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it.
You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now... Verhökern. Aber wisst ihr was? Ian Malcolm hat noch einen wesentlich besseren Satz, der diesen Film perfekt beschreibt. Hier ist er. Oh nein, kommt nicht wieder der Meme, Alter. Mann, diese Memes, ey. Hört doch mal auf, immer dieselben Memes zu nehmen für alles. J. Jonah Jameson oder ein Riesenhaufen scheiße Memes. Oh, es langweilt mich. Es ist wirklich anstrengend. Das sind meine Gedanken zu Jurassic World. Ich finde diesen Film nach wie vor echt schlecht. Ich finde ihn tatsächlich sogar noch schlechter. Ich bin reingegangen und dachte, okay. Ja, ich mag den Film jetzt auch nicht. Wie gesagt, es gab da ein paar Punkte, wo ich anderer Meinung war als Eve, aber an sich hat er schon recht im Endeffekt. Aber bitte hört auf mit den Memes, ey. Moviepilot mit den Memes ist wirklich kacke. Ich würde das einfach nicht reinmachen. Also meine persönliche Meinung. Müsste man mal eine Umfrage einfach machen von euch selber aus, wer denn noch Memes sehen will.